Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt ja bestimmt alle Special Cuts vom Rind schon auf dem Schirm. Aber das Schwein wird ja im Allgemeinen unterschätzt. Und deswegen zeige ich euch heute meine Top 3 Special Cuts vom Schwein. Perfekt, let's go, auf geht's. Wir fangen an mit meiner Nummer 3 und zwar dem Pluma. Das ist ein Teilstück aus dem Schweinehals. Stellt es euch einfach so vor, der Schweinehals, wenn ihr so eine Scheibe draus schneidet, vor allem aus der Mitte, haben wir ja praktisch ein mageres Stück und unten dran, wo das magere ganz groß ist, haben wir so ein durchwachsenes Stück. Und ein Teil, dieses durchwachsenes Stück, ist dieses Pluma. Das schneidet man raus. Das ist dann so ein länglicher Muskel, schön marmoriert. Das ist ein Teil, das müsst ihr eigentlich relativ weit garen, durchbraten, dass es weich wird, weil es relativ bindegewebshaltig ist. Und es gibt den auch beim Barbecue, da hat er auch eine ganz besondere Funktion, wenn ihr bei Wettbewerben teilnimmt, denn das Ding heißt auch Money Muscle. Der wird aus dem Schweinehals extra oben so leicht angelöst, dass er rausschaut, damit er dann außenrum so einen schönen Räucherrand bekommt und schön rund in die Schale reintrapiert werden kann, damit ihr natürlich den Preis gewinnt und damit das Geld, das Preisgeld holt. Denk mal drüber nach. Gut, so viel dazu. Dieses Stück, extrem geschmacksintensiv, ist vom normalen Schwein schon sehr gut. Aber wenn ihr einen Mangalitza oder einen Duroc habt, dann knallt es nochmal richtig rein. Wie kann man das jetzt verstehen? Der Vorteil von dem Schwein ist halt, dass ihr es nicht so lange reifen lassen müsst, sondern es reicht eigentlich 4, 5, 6 Tage nach der Schlachtung ist es schon richtig schön zart und weich. Braucht also keine langen und aufwendigen Reifemethoden, um ein geiles Stück Fleisch zu werden. Und jetzt zeige ich euch, wie man das zubereitet. Da machen wir jetzt ein bisschen was Besonderes, weil das Stück ist an sich schon so geschmacksintensiv und wir können es länger drauf lassen, dass wir da noch ein bisschen was einbauen können, um das Ganze zu verfeinern. Als erstes machen wir mal so einen kleinen Schnitt da rein, öffnen das Ganze. So, schaut schon mal ganz gut aus. Dann habe ich hier noch ein bisschen Original Parmigiano Reggiano, wunderbar. Da reiben wir jetzt mal ein bisschen was drüber. So, jetzt wickeln wir das Ganze zusammen und ummanteln das Ganze mit einem geilen Iberico-Speck. So können wir das Ganze jetzt schon fast als Filet verkaufen, aber wir müssen das viel länger drauf lassen. Es soll nicht rosa sein. Wir brauchen jetzt eine Kerntemperatur von 74 bis 78 Grad. Und dafür schmeißen wir das so, wie es ist, jetzt auf die indirekte Fläche, damit, wenn unser Speck ausgebraten wird, das Ganze dann auch nicht zu brennen anfängt. Also ab damit auf die indirekte Fläche. Das Ganze dauert jetzt 20 bis 25 Minuten bei einer indirekten Hitze von ungefähr 200 bis 230 Grad. Und dann können wir das Ganze schön kross vom Grill runternehmen und direkt aufschneiden. Nein. So schaut das gute Stück aus. Ich würde sagen, ziemlich lecker. Wenn ihr jetzt Lust auf ein geiles Stück Pluma bekommen habt, dann schaut einfach bei mir in der Metzgerei vorbei oder in unseren Shop. Da könnt ihr es natürlich bestellen. So schnell und einfach könnt ihr euer Schwein zubereiten und mit dem Geschmackserlebnis von Umami richtig bei euren Gästen punkten. Einfach, oder? Kommen wir jetzt zu meiner Nummer 2, dem Presa. Auch ein Teilstück aus dem Schweinehals. Das magere Filetstück des Schweinehalses sozusagen. Und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wisst ihr, was direkt daneben liegt? Nämlich direkt an den Muskel anliegend liegt das fränkische Kulturgut Schäuferle. Also der Schaufelknochen ist direkt hier an diesem Teilstück anliegend. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das, was das Ganze so besonders macht, sondern ihr habt ja hier Schweinehals. Wenn eure Gäste das hören, denken sie ja, oh, jetzt kriegen wir da wieder was so was Fettiges, Durchwachsenes. Bei dem Stück eben nicht. Ihr bekommt ein schön fein marmoriertes Stück Fleisch, das wunderbar zart und sogar rosa gegrillt werden kann.
so ein geiles Brotdog. Einen Schweinehals könnt ihr niemals zart bekommen, wenn er rosa gegrillt ist. Dieses Filetstück vom Schweinehals eben schon. Und da zeige ich euch jetzt auch, wie ihr eure Gäste überraschen könnt und wie ihr das richtig zubereitet. So, wir haben jetzt hier unser Presa. Zurzeit ist es ein bisschen kalt, deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen länger. Wir braten es jetzt erstmal auf der heißen Stelle an. Schönes Grillmuster. Immer schön auf den Rost gleiten lassen. Ui, der ist ganz schön heiß. Und kurz warten, bis sich jetzt auch wieder das Fleisch vom Rost löst. Währenddessen am besten den Deckel zumachen. Das dauert jetzt etwa, ich würde sagen, 1 bis 2 Minuten. Dann können wir ein neues Searing machen. Ganz wichtig dabei, wir wechseln dann immer auf eine neue Stelle auf dem Rost, damit wir die maximale Temperatur auch fürs nächste Searing, für die nächsten Brandspuren auf unserem Fleisch dann auch hinbekommen. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. So, jetzt haben wir es von allen Seiten angebraten. Jetzt ziehen wir das Ganze rüber auf die indirekte Fläche. Und da lassen wir es jetzt schön ziehen. Zum Schluss können wir es dann noch ein bisschen überkrusten. So, wunderbar. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld. Das dauert jetzt ungefähr noch 20, 25 Minuten, bis das Ganze fertig ist. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie die Fasern laufen, dann macht als allererstes mal einen Schnitt. Ich mache ihn jetzt mal mit Absicht falsch. Hier seht ihr, schön saftig. Die Muskelfasern laufen längs. Das ist falsch. Wir müssen das Ganze so schneiden. Da seht ihr jetzt auch gleich den Unterschied. Hier haben wir praktisch diese einzelnen Muskelpakete und hier laufen sie längs. Und darauf müsst ihr immer achten. So, und jetzt schneiden wir das Ganze auf. Wisst ihr, ich bin sicher, wenn ihr den Kanal abonniert habt, schmeckt es euch bestimmt schon besser. Nee, weiß ich nicht, ist nicht nee. So, und jetzt kommt mein absoluter Lieblings-Special-Cut vom Schwein. Und zwar das Secreto. Schaut jetzt erstmal sehr unscheinbar aus. Ist auch so ein flaches Stück, was so aus so 2 Muskelpartien besteht. Ihr alle habt es bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr bei mir Diät-Kotelett kauft. Bei einem Diät-Kotelett haben wir unten das Kotelettauge, dann kommt so ein kleiner Fettrand und obendrauf sind nochmal so ein Streifen Muskeln. Und genau das ist das Secreto. Nicht in Scheiben geschnitten, sondern im Ganzen von diesem Kotelettstück abgehoben. Das geht bis auf Höhe des Halses ungefähr nach vorne. Und da habt ihr auch wieder einen Muskel, der ist jetzt richtig schön intramuskulär marmoriert. Oben auf ist auch ein bisschen Fett, aber das Ding hier könnt ihr ideal für ein Steak-Tasting etc. nehmen. Einfach rosa grillen, in dünne Scheiben schneiden und dann ist eure Geschmacksexplosion schon vorprogrammiert. Und da zeige ich euch jetzt auch, wie ihr das richtig zubereitet und dann lassen wir es uns schmecken danach. Normalerweise könnt ihr das sehr gut auch auf dem Grill machen, aber wenn ihr eine geile beschichtete Pfanne habt, dann könnt ihr es natürlich auch richtig gut in der Pfanne rausbraten. Und das machen wir heute auch mal. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr so eine geile Pfanne bekommen könnt, dann haben wir unten in der Beschreibung einen Affiliate-Link. Da macht ihr, tut ihr uns was Gutes und euch, weil ihr eine geile Pfanne kauft. Also von daher einfach mal draufklicken und ausprobieren. Klickst du da mal drauf. So, wir geben ein bisschen Öl in unsere Pfanne. Euer Fleisch sollte immer gut temperiert sein, damit die Pfanne nicht zu stark runterkühlt. Genauso auch euer Grill. Nicht so stark nach unten kühlen mit kaltem Fleisch, deswegen immer gut temperieren und erst dann in die Pfanne geben. Auch am Anfang gleich ein bisschen bewegen in der Pfanne, dass ihr nicht nur eine Stelle in der Pfanne herunterkühlt, sondern die Hitze von mehreren Stellen ausnutzt. In der Zwischenzeit kann man ein bisschen was naschen. Zum Beispiel Bacon. Wollt ihr auch eine Scheibe? Bei dem Secreto seht ihr, dass ihr, wenn ihr die eine Seite anbratet, sich das Geine gleich ein wenig zusammenzieht
Liegt einfach daran, dass da unten so eine kleine Bindegewebsschicht drauf ist, die sich am Anfang sehr stark kontrahiert. Und deswegen wird das Ganze erstmal schmäler. Surale. Jawohl, andere Seite. Jetzt schaut das Ganze sehr gut aus. Wir haben so eine richtig geile Pfanne mit so einem richtig dicken Boden und dazu sogar noch einen Deckel. Jetzt können wir das Ganze einfach runternehmen und einfach noch ein bisschen im eigenen Fett braten lassen, damit es ein bisschen mehr durchzieht. Und dazu legen wir jetzt nochmal den Deckel drauf und einfach noch ein, zwei Minuten da drinnen lassen, ohne noch groß unten die Temperatur anzuheizen, sondern einfach nur mit der Restwärme der Pfanne zu arbeiten. Ich freue mich schon, denn wir können es jetzt dann gleich aufschneiden. Wer jetzt Lust auf meinen Top-Special-Cut vom Schwein bekommen hat, der kann natürlich in unseren Shop schauen und es da bestellen oder bei uns im Laden vorbestellen und es hier abholen. Beim Aufschneiden des Stücks müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben eine Faserrichtung und an die müssen wir uns halten. Am besten, ihr schneidet einmal mit der Faser innen drin rein. Oh, schön rosa, haben wir gut hinbekommen. Und dann in kleinere Scheiben, oh weia, was ist mit meinem Messer passiert, gegen die Faser. Das waren meine Top 3 vom Schwein und wenn ihr jetzt Bock habt auf mehr Rankings, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, weil ihr wisst, ich höre euch zu.